Was geht, meine Freunde, und herzlich willkommen auf meinem Kanal. Der Yogi ist mal wieder back am Stissel für euch. Heute wieder für die Internetseite PlayStation Experience. Ihr wisst wie immer, schaut unten in die Beschreibung rein. Dort findet ihr den Link zur Facebook-Seite. Schaut vorbei, lasst ein Like da und seid wie immer aktuell informiert über die PlayStation. Ja, ich teste heute für euch die Rennsimulation, den AAA-Titel Project Cars. Der Titel des Jahres, ich bin gespannt. Ich finde ja, mit Rennsimulationen ist das immer so eine Sache. Als normaler Mensch kann man ja nicht wirklich einschätzen, wie gut, wie schlecht, wie realistisch so eine Rennsimulation ist. Denn seien wir mal ehrlich, wer von uns schmeißt schon am Wochenende so ein hochgezüchtetes Rennmaschinchen über den Nürburgring? Also ich nicht. Project Cars will uns aber dieses Gefühl irgendwo in die vier Wände bringen. So zumindest sagt es der Entwickler. Ob und wie, würde ich sagen, schauen wir uns das Ganze mal an. Nach den ersten Runden muss ich sagen, Project Cars macht echt einen verdammt guten Eindruck auf mich. Werfen wir mal einen kurzen Blick hier ins Hauptmenü. Dort können wir zum Beispiel ab in die Karriere starten, wo wir uns nach Belieben eine Rennklasse aussuchen können und dort uns dann Stück für Stück nach oben arbeiten. Des Weiteren, was mir persönlich sehr gut gefällt, weil ich bin so einer, ich möchte schnell und alles ausprobieren. Da ermöglicht uns Project Cars im Einzelplayer-Modus den freien Zugang zu allen Rennstrecken und allen Autos. Deswegen von mir Daumen hoch dafür. Ihr könnt euch dann aus einer Vielzahl von Rennautos euren Liebling aussuchen und auf legendären Strecken wie Brands Hatch, Silverstone oder die grüne Hölle, die Nordschleife, an die Grenzen der Physik bringen. Wenn ihr dann die kleine Hürde hinter euch gebracht habt, spürt man sofort in der ersten Sekunde, die Jungs haben echt sehr vieles richtig und richtig gut gemacht bei Project Cars. Man fühlt sich so, ja, in der ersten Sekunde eigentlich schon als Rennfahrer. Man spürt sofort das Gewicht vom Wagen, wie es dich nach außen drückt in der Kurve. Wenn man ein bisschen zu stark oder zu hart über die Curbs fährt und dich sofort hier der Kontakt vom Fahrzeug zum Asphalt sofort verliert und dich wegdriftet. Nice, richtig geil, muss ich sagen. Und ich muss sagen, das Rennsimulationsgefühl kommt sofort an. Selbst so wie ich zocke mit dem PS4-Controller. Top, könnt ihr euch auf jeden Fall geben. Und mit den Standardeinstellungen von dem Spiel kann das auch ein absoluter Rennanfänger sehr gut spielen, ist sehr gut kontrollierbar und es macht eine Menge Spaß. Und dann kommen wir auch gleich mal zu einem richtig interessanten Aspekt an Project Cars. Wenn man mal in die Tiefen eingeht von den Fahrzeugeinstellungen, da wird man förmlich erschlagen von Einstellungsmöglichkeiten, besonders für mich auch als Rookie. Hier muss ich sagen, dreht Project Cars aber mal mächtig auf. Die bieten uns eine Menge an Optionen, wie wir unseren Rennwagen einstellen können, wo wir das Maximum rausholen können für die Rennstrecke. Egal ob Traktionskontrolle, Getriebeeinstellungen oder Luftdruckeinstellungen an den Reifen, alles lässt sich aufs Kleinste fein justieren für, na klar, das perfekte Rennen. Und was ich dann richtig gut finde, ihr könnt es euch dann unter eurem persönlichen Setup abspeichern und bei jedem Bedarf abrufen. Hier kann also der Profi-Schrauber sich mal sofort von seiner Frau verabschieden und bei Project Cars stundenlang das perfekte Setup austüfteln und auf der Strecke abstimmen. Und ein absoluter Pluspunkt für mich, muss ich sagen, sind die verschiedenen Kameraperspektiven. Wie immer habt ihr die Wahl zwischen einer Innenansicht und Außenansicht, aber das persönliche Highlight für mich persönlich, hier die Helmkamera. Wenn man zu schnell in die Kurve fährt, da wird das Bild leicht unscharf und es vermittelt einem das Gefühl von ja, Geschwindigkeit, von Kräfte, von Fahrphysik. Echt eindrucksvoll, muss man sagen, richtig geil. Und na klar, grafisch macht das Game einen überwältigenden Eindruck. Nicht nur die Fahrzeugmodelle mit dem Schadensmodell, sondern auch die detaillierte Umgebung und die Wetteranimation. Richtig gut. Richtig, richtig gut. Ihr könnt euch das Wetter
selbst zurechtstellen, egal ob Regen, Sonne, Gewitter, Sturm oder diesig, ob Sonnenaufgang, Sonnenuntergang. Ihr könnt es alles in ein Rennen packen und verschiedene Zeitzonen hinzufügen und auch diesen Tag- und Nachtwechsel. Das macht das ganze Game für mich persönlich als was, was noch nie da gewesen ist. Richtig super. Nach viel Lob kommt allerdings auch noch ein bisschen Kritik zum Schluss. Ich habe noch ein kleines Problem mit dem Spiel und zwar habe ich jede Menge Soundbugs während des Rennens, besonders im Karrieremodus, was den ganzen Spielspaß ein bisschen verdirbt, was aber sicherlich mit einem kommenden Patch erledigt sein wird. Ganz ehrlich, da hoffe ich doch auf die Entwickler. Alles in allem hat Project Cars für mich einen neuen Maßstab gesetzt, was eine Rennsimulation angeht. Wird schwer für kommende Entwickler da ranzukommen. Ich freue mich auf eine Menge Spaß mit Freunden zu zocken, spannende Rennen durchzuführen. Na klar, auf Platz 1. Ich danke fürs Zusehen. Ich würde mich über eine positive Bewertung freuen. Und ich sage es wie immer, ich bin raus. Macht's gut. Bis dann, euer Yogi. Ciao. Da ist es. Woo. Yes. Scheiß die Wand an. Ich hab's, Freunde. Ich hab's. Nein. Kein Mittel momentan gegen ihn, aber dann schon Pass und dann ist das Ding drin in der fünften Minute. Ja, Wahnsinn, was ist da los?